Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute. Und willkommen zurück hier zu Medieval Dynasty. Wir machen heute nochmal eine gemütliche Runde. Bald kommt ja auch Sengoku Dynasty raus. Da bin ich auch total gespannt drauf, Leute. So. Auftrag für heute. Wir müssen zurückholen Unigast Sense von der Ida. Und die Ida befindet sich hier in Borovo. Auch gut, Leute, weil in Borovo hatten wir ja schon mal angefangen, leicht anzubändeln mit einer jungen Dame, deren Name ich leider nicht mehr weiß. Aber okay. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Vielen Dank für eure Kommentare, Bewertungen. Und auch an die neuen Abonnenten. Vielen herzlichen Dank, bedeutet mir sehr viel. Und ja, geht los, ne Leute? Wir starten mal unseren Tag heute. Und ich sollte nicht vergessen, hier ein bisschen zu sammeln, denn ich kann kaum noch Messer fertig machen und wir brauchen Messer für Geld, für Talas. Komm, Stock. Von daher wird es heute natürlich vielleicht auch ein bisschen grindy. Wir werden mal sehen. Aber wir werden auf jeden Fall zu Ida wegen der Sense und wir gucken mal, ob wir die junge Dame hier wiederfinden. Beeren. Moment mal, Beeren sammeln. War da nicht auch irgendwas mit Beeren? Jetzt muss ich tatsächlich nochmal reinschauen ins Tagebuch. Beeren an Dagobert. Das sind eh nur noch zwei Jahreszeiten. Vielleicht sollten wir tatsächlich das Ding erst einmal vorziehen, bevor wir in der Hauptgeschichte weitermachen. So, lass uns auf jeden Fall ein paar Beeren sammeln hier. Ein wenig können wir mit dem Rest ja auch noch unseren Hunger stillen, sollte man auch nicht vergessen. Da ich die Beeren ja bisher noch nicht gefunden hatte, sondern eigentlich immer nur die Unreifen. So, okay. Aber wir schauen auf jeden Fall erst noch mal nach, ob wir die Sense hier sofort kriegen. Oder was wir dafür tun müssen. Weil so ganz umsonst gibt es hier ja irgendwie nie was, ne? So, dann schauen wir mal, wo die Ida sich rumtreibt. Okay, scheint hier hinterm Haus irgendwo zu sein, oder? Oder gar im Haus? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier, da, Ida. Hallo, hallo, Ida. Nicht wegrennen. Hallo, junge Frau. Guten Tag. Hallo, kennen wir uns? Hallo, Ida. Ich bin wegen Unigosts Sense hier. Du kannst dich gleich wieder vom Acker machen, Kleiner. Ich habe sie anständig und ehrlich gewonnen. Gewonnen? Ha, die kleine alte Schlange hat dir wohl vorenthalten, hm? War ja klar. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Er hat mir nur gesagt, dass ich seine Sense zurückholen soll. Sie ist jetzt meine Sense. Schon gut, entspann dich. Was muss ich tun, um deine Sense zu bekommen? Du kannst sie mir natürlich abkaufen. Oder wir könnten darum spielen. Wie viel willst denn du dafür? 450.
Und von was für einem Spiel reden wir? Dasselbe Spiel, bei dem Unigost sein ganzes Geld und seine Sense verloren hat. Ein Rätselspiel. Oh, wie wird das gespielt? Ganz einfach. Ich stelle dir drei Rätsel und du musst sie alle richtig beantworten. Ein einziger Fehler und das Spiel ist vorbei. Du gewinnst, du bekommst die Sense. Und wenn ich verliere? Ich will bei deinem ersten Versuch mal sanft mit dir umspringen. Wenn du verlierst, schuldest du mir nichts. Du verlierst aber die Möglichkeit, die Sense umsonst von mir zu bekommen. Ja, Leute, komm, wir machen mal das Rätsel. Was verschwindet, sobald du seinen Namen sagst? Stille, ne? Staub, nee, kleines Mädchen. Hallo, kleines Mädchen, verschwindet nicht. Nee. Also Stille nehmen wir mal hier. Richtig. Bist du bereit für das nächste Rätsel? Hier ist es schon. Füttere mich und ich lebe, aber gib mir zu trinken und ich sterbe. Was bin ich? Feuer. Musik, Leid, Unabhängigkeit. Ich würde ganz. Komm, wir nehmen Feuer. Ist, kann nicht falsch sein. Oh, du bist gut, schon viel besser als der große Herr Kastellan. Aber kannst du auch dieses letzte Rätsel lösen? Hör genau zu. Ich kann fliegen, aber habe keine Flügel. Ich kann weinen, aber habe keine Augen. Wohin ich auch gehe, es folgt mir Dunkelheit. Was bin ich? Okay, jetzt müssen wir überlegen. Eine Wolke wäre eigentlich schon relativ passend, ne? Eine Zwiebel kann nicht fliegen, der Wald ebenso wenig. Die Einbildungskraft hat keine Schwierigkeiten, auch nicht. Eine Krähe hat aber Flügel. Ich würde sagen, die Wolke, Leute. Verdammt, du bist schlau. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst, du bescheidene Sense eines alten Mannes. Was will man mehr? Vielen Dank für das Spiel. Ich hatte Spaß dabei. Mach's gut. Okay, wir haben die Sense zurück. So, und jetzt wollen wir mal schauen am Feuer, ob die kleine Lady da vorne sich rumtreibt. Inga, nee, Ingas war nicht, war das auch gar nicht. Hallo Rosalinda, warst du? Ich glaube nicht. Aber warte mal. Die blonde Dame hier vorne. Hallo Leonarda. Hallo. Genau, ich glaube, die war es, ne? Zuneigung 20%, genau die Leonarda war es. Also, wir unterhalten uns mal ein bisschen. Was beschäftigt dich im Moment? Wie war dein Tag bisher? Ich werde wohl langsam alt. Ja, 21, Mädel. Ist klar. Jagd. Genau, ich glaube, das war sie. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Du bist mir aufgefallen, darf ich dich was fragen? Hast du eine Lieblingsfarbe? Meine ist braun. Ich weiß nicht wirklich warum. Ich habe, ja, aber da ist dann wieder. Braun könnte wieder mit dem Boden und Bauern, könnte aber auch mit der Jagd, obwohl mit der Jagd würde ich eher auf Grün gehen. Leute, Leute, Leute. Was ist deine liebste Jahreszeit? Okay, Zuneigung plus 6. Winter ohne Zweifel, keine Feldarbeit, die Tiere sind leichter zu finden und man muss nie ein warmes Bier trinken. Da hast du recht, Mädel, absolut. Und wie geht's dir so, meine Schöne?
Ja, die ist eigentlich nicht so abenteuerlustig, ne? Also Frösche essen, glaube ich nicht, dass sie das macht. Ich glaube, da können wir noch nicht ran, Leute. Das ist ein bisschen früh. Ein Schreiber, den ich auf meinen Reisen getroffen habe, hat mir erklärt, wie man Tinte zum Schreiben herstellt. Das hat uns nichts gebracht. Oh ja, ich mag Bücher, ich mag Buchen sehr. Keine Geschenkmöglichkeiten, okay. Aber ich probiere noch mal was, und zwar, wie geht's dir, meine Schöne? Die Sache mit der Biene. Ich glaube, das wäre zu früh, aber wir probieren es, Leute, egal. Ich brauche 100, okay. Okay, wir probieren das mit der Biene. Plus 4, okay. Meine Tante hat mir das vor Ewigkeiten beigebracht. Es funktioniert wirklich. So, haben wir noch mal die Möglichkeit. Dein Lächeln ist wärmender als das Lagerfeuer selbst. Ja, genau, Leute. Das machen wir. Passt. Nochmal 4 Zuneigung. Schade, dass es nicht auch Essen anbraten kann. Habe ich recht? So, haben wir denn noch? Ne, okay. So, für heute sind wir durch. Wir haben. See you soon. Ja, ich sehe dich auch bald wieder. Okay. So, wir haben die Sense von Unigost. Und was waren das andere? So, das hatten wir mit der Sense. Die haben wir uns besorgt. Unigost. Und dann machen wir das so, Leute, dass wir jetzt erstmal die Beeren abgeben und damit eine kleine Nebenquest beenden. Heißt, wir müssen wieder nach Dornica. So, dann wäre nämlich der Plan für die nächste Zeit jetzt nach Dornica hoch. Glühwürmchen. So, jetzt nach Dornica hoch. Die Beeren abgeben. Denika heißt's, okay. Ich muss aber noch mal ins Inventar schauen. Was haben wir denn an Essen und Trinken dabei? Fleisch ist nicht mehr so gut. Da müssen wir doch, da liegt bei 100%. Alles klar, das war jetzt mein Problem. Mit kommen wir, gehen noch mal zum Wasser gleich, bevor wir hier reingehen. Ich meine, allzu weit ist es nicht. Moment, aber ich glaube, wir haben hier auch noch irgendwo. Okay.
Wir machen kurzen Halt gleich bei uns am Haus. Können wir das restliche Fleisch nämlich schon mal braten. Und dann gehen wir nach Denica. Hallo, komm. Also heißt also, heute machen wir eine kleine Questrunde hier. Guck mal, die Bo tatsächlich, Leute, ich glaube, die Bäume, die wir abgeholzt haben, die wachsen wieder nach, ne? Oder habe ich den einfach nur übersehen, den Busch hier? So, Erich brauchen wir noch nicht. Wir machen einen kleinen Stopp hier. So, wie viel Fleisch können wir denn noch herstellen, Leute? 19. Ja, das kann uns einen Tag, glaube ich, schon mal, oder das kann uns ganz gut über den Tag bringen, ohne dass wir gleich verhungern. So. Kleine Nachtwanderung. Brauchen ja bloß dem Pfad zu folgen, das ist okay, Leute. So, Wildschwein oder Fuchs jagen ist auch noch mal die Sache. Ich glaube, da würden wir mit dem Wildschwein kriegen wir Probleme, weil das recht stark ist und dementsprechend gegen angreift. Der Fuchs, da haben wir ja schon gesehen, der ist recht flink. Müssen sehen, was uns hier zuerst was uns hier eben zuerst über den Weg läuft. Also der kleine Bach hat klares, kaltes und frisches Wasser. Karnickel lassen wir erstmal in Ruhe. Sind noch 220 Meter. Also Beeren wegbringen, gucken, wie weit wir da kommen. Oh, da hinten ist ein Luchs, da ist kein Fuchs. Sind Luchse. Und da weiß ich nicht, Leute, wenn die im Rudel sind. Okay, sind aber trotzdem eher weg als aggressiv.
Bergi, guck mal, ich habe die Beeren. Ich danke dir vielmals. Ich habe ein paar Münzen für Notfälle zurückgelegt. Ich glaube, du hast sie dir verdient. Jetzt werde ich anfangen zu kochen. Ja, ich helfe gern. So, auf den nächsten Tag warten. Auf den nächsten Tag warten, so. Dann können wir in der Zwischenzeit auf jeden Fall schon mal ein bisschen Fleisch, ne, zu uns nehmen, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. Können uns hier noch mal eben ein bisschen umschauen. Ich hatte ja vorgehabt, so ein klein bisschen mehr zu klauen und zu stehlen, aber selbst wenn wir nicht gesehen werden, verlieren wir hier Reputation. Das ist halt nicht so schicki, ne? Wollen wir mal nach Lesnica, Leute? Aber wie spät ist denn das, Leute? Wie spät ist das? Tag 5, 4 Uhr 1. Wir können ja noch mal eben warten. Beziehungsweise mal hier in den Wäldern kurz mal schauen. Die Frage ist halt, meint er mit nächsten Tag? Den nächsten Tag von jetzt an. So kann ihn hier. Wir bleiben hier in der Nähe. Oder meinen die damit einfach nur, wenn hier der das Tagwerk beginnt, sage ich mal. Dago, ja, der will erstmal ausschlafen. Hier am Feuer ist jetzt auch nicht so viel los, kann man echt nicht sagen, ne? Ein bisschen langweilig hier, oder? Die sollten mal alle in die Füße kommen, ein bisschen aufstehen, den Tag genießen, hier den Nachtwächter in Rente schicken. Wäre zumindest wieder ein Eimer, den wir uns nehmen könnten, ne? Fünf Uhr zwanzig. Na, pass auf, dann werden wir hier noch mal ein bisschen stehen.
Stecker sammeln, Steine sammeln, Messer herstellen. Ein bisschen gucken, was wir hier an was haben wir denn da vorne hier am Feld. Auch nicht wirklich was Interessantes. So, wo habe ich meine, wo habe ich die Hacke? Mal gucken, ob wir hier noch mal irgendwo Stein. Können wir uns nämlich gleich dran machen, noch mal ein paar Steinmesser zu fertigen. Ich glaube, eine Steinspitzhacke, die bauen wir uns, glaube ich, auch sofort nochmal für die Reserve. Und wie viel Messer können wir jetzt nochmal? Wie viel Messer können wir noch? Machen wir auch noch fertig. Und damit haben wir die Schmiede freigeschaltet, Leute. So, einmal noch gucken. Einen so einen Teil könnten wir noch mal irgendwie abbauen, glaube ich, ne, oder? Einen so einen Felsen können wir noch mal abbauen. So, ihr Leute, jetzt ist aber langsam auch gut, ne? Jetzt habt ihr lange genug gepennt, würde ich sagen. Okay, die stehen auch langsam auf. Hallo. Hallo, Mathilda. Was hast denn du so an Waren? Na, wir schauen. Wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. Naja, so richtig viel hast du nicht. Also nicht das, was ich mir jetzt erwünscht habe. Das war übrigens mein Zeug. Klamotten hast du hauptsächlich, ne? Hauptsächlich Klamotten. Naja, eigentlich gut, nicht so. Ja, aber danke trotzdem. Danke trotzdem, das machen wir alles später. Alles später, Peter. Nur warte auf den nächsten Tag, den wir jetzt ja eigentlich haben, Leute. Aber bringt nichts. Der nächste Tag wäre tatsächlich morgen. Heißt, wir machen uns
auf den Weg zurück nach Gustovia zu Rasomir. Nee, zu Unigost, um ihm seine Sense zu geben. Ist ein bisschen hin und her hier, oder? Das sind alles die Luchse noch, Leute. Guck mal, hier liegt sogar noch ein alter Holzspeer von uns rum. Ein kleiner Spaziergang am frühen Morgen. So, Wasser, aber futtern müssen wir noch mal ein bisschen. Wir brauchen auf jeden Fall Essen. Heißt, dass wir wieder mal an unser gebratenes Fleisch gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und selbst bei 5 Stückchen Fleisch bin ich. Ja, wie viel Futter hat denn der nochmal? Das gibt es doch nicht. Übrigens, wenn wir das Mädel da hinten so weit haben, dass ich sie heiraten kann, dann haben wir nämlich auch gleichzeitig noch eine Jägerin. Mal so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, war. So kann man seine Tage ja auch hier verbringen, ne? Immer schön von einem Dorf zum anderen. Wobei wir jetzt noch nicht überall gewesen sind, Leute. Und so wie das aussieht, habe ich mich hier verlaufen. Ne, alles noch gut. Einen Moment habe ich gezweifelt. Vielleicht sollten wir ein bisschen parallel der Wege laufen, wo wir dann eventuell mehr Glück haben, zwischendurch mal ein Lager zu finden oder so.
Naja, wir werden sehen. Jetzt sind wir erstmal wieder hier. Moin zusammen, Hallihallo, guten Tag, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, ich erstmal einmal tief durch und dann hier schon zurück. Ja klar, ich habe deine Sense hier. Großartig, hattest du irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, gar nicht. Kluger Junge, ich habe Neuigkeiten für dich. Sambor sucht nach dir. Nach mir? Bist du sicher? Man hat mir gesagt, dass er nach dem mit den komischen Augen und dem dummen Gesicht gefragt hat. Verstehe, ja, dann werde ich wohl besser bei ihm auftauchen, bevor mich morgen das ganze Tal so nennt. So, nach Sambor sollen wir zurück. Und was haben wir denn noch so an Aufgaben zu erledigen, Leute. Hier in Hornica waren wir noch gar nicht. Hier Serica auch nicht. Und hier, also wir könnten den südlichen Teil, den müssten wir auch bei Gelegenheit nochmal durchgehen. Branica, tut, hier haben wir nochmal einen Auftrag, da haben wir nochmal einen Auftrag. Den Familienstreit müssten wir morgen, also am nächsten Tag. Hierfür müssen wir nach Sambor. Da müssen wir noch ein bisschen jagen. Da müssten wir auch noch weiter jagen. Ja, Leute, damit haben wir zwei weitere Quests erledigt. Unsere zukünftige Frau so ein bisschen weiter bearbeitet. Und sind aber dem Bogen noch nie näher gekommen. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, denn der Junge hier, der braucht erstmal eine Pause, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Kommentar da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut und bleibt gesund.